Oh. Sehr gut, Magier. Ich bin stolz auf dich, dass du wieder was siehst. Oh, okay, Schleim. Dann fall halt runter. Kein Problem. Einfach weiter. Alter, was ein Weg. Meine Fresse. Mhm. Das ist jetzt auch der Grund, warum ich eben mal oben geblieben bin. Zumindest jetzt gerade. Ja, ja, schon. Ich habe unsere Barren mitgenommen. Sehr gut. Meine werten Damen und Herren, ich darf präsentieren. Eine Intelligenz, die keinen Namen hat. Links bist du runter. Da bist du dann mal drauf gegangen, ne? Ja. Woher gewusst? Die Designerin sitzt immer noch hier, weil sie noch kein Zuhause hat bei uns. Geht noch mit den Spinnen ein bisschen in der Base. Ja, nach 5 Minuten nicht alles despawnt, das wär's jetzt gewesen. Ah, hier bin ich. Oh, die Mobs sind alle weg. Na Gott sei Dank. Da wäre ich jetzt sonst wieder drauf gegangen. War das deine Anfrage, Leon? Oh geil, so eine Platinhacke. Ein Gasmus, ganz ehrlich. Kennst du dieses Gefühl, wenn plötzlich alles so viel schneller geht? Ja. Ach, geil. Als Minecraft-Veteran, ja. Plötzlich der geile Stuff kommt. Ja, okay, dann war das deine Anfrage. Nimm mich gleich an. Moment. So, ist angenommen. Na, Mäusespeck? Ist da eine Katze? Oh ja, mein kleiner Kater. Ja, der chillt wieder von meinem Monitor. Das ist ja der Grund, warum mein Controller eben weg musste. Weil er mit seinem Arsch und mit seinen Pfoten diese von Analogsticks bewegt und ich dann plötzlich zur Seite laufe. Oder mein Inventar plötzlich durchdreht. Hatten die Skelette schon immer den Kopf falsch rum drauf sitzen? Also das, was ich eben gesehen habe, ja. Okay. Schon wieder ein Spinnennetz. Oh, mit noch einer Kiste. Oh, Pupi 1, hier ist das. Ja, ich bin so weit weg. Das ist sehr schade. Ich weiß. Warum so viele Spinnen? Ich hab was für dich. Für mich? Oh ja. Jetzt bin ich hellhörig. Ich bin gerade im Hausbau vertieft. Eigentlich wollte ich mir ein Werkzeug bauen, aber das ist sowas von in den Hintergrund gerückt. Nein, hau ab! Nix zu essen. Können wir fliegen. Boah, ich werde dieses Nest nie durchlaufen können.
Du sag mal, wenn Mobs hier so rumdödeln, ne, so wie so Slimes oder so, haben die eine Despawn-Zeit? Eigentlich nicht, außer du bist weit genug weg. Ah, okay. Was hast du jetzt gemacht? Ja, nein, alles cool. Bin sind zu fett für mein Loch. Easy. Danke. Alles klar. Viel Spaß beim Zocken. Ja, gönn dir den Energy Magier. Welchen säufst du? Mann! Ich lass mich an meine Smaragde. Ich bin keine Smaragde. Oder? Waren Smaragde die grünen? Ich glaube. Ja, Amethyst ist lila, Smaragd ist grün. Genau, Topaz ist gelb und Rubin ist rot. Und Saphir sind blau. Au, ah, shit. Dein Gebäck. Du bist hässlich. War das Magier? Deine Mama kocht ohne Liebe. Ihr wisst gar nicht, was euch blüht, wenn ich mein Equipment habe. Ihr fucking Kinder, ne? Ich höre irgendwas, was sich anhört wie Laser. Was ist da los? Was soll ich sagen, Terraria? Also ich bin, wenn ich gerade wenig spreche, was selten ist, wenn ich aufnehme, dann tut mir das leid, weil ich bin voll im Modus. Genau, Magier. Oder geh in den Wald Käfer zwischen Sätze kommt. Zweimal nacheinander in Spinnennestern Ton finden ist schon ein gewisses Glück, ne? Ja. Und nice. Schleim natürlich. So, jetzt kann ich auch wieder Pfeile herstellen, oder? Ja. War der Schlüssel rein? Ach, hast du den benutzt, oder was? Wer ist, was, wo, wie? Der Magier. Ich hatte dem eben einen Key gegeben für Borderlands 3 Keys. Ja. War so ein bisschen Mundpropaganda, das System dahinter. Wenn ich übrigens jemand sehe, wie du Leuchtwurzel liegen lässt, prügel ich dich. Was ist Leuchtwurzel? Deine kleine, grün-gelbe Pflanze, die auf Erde wächst, meistens unter Tage. Ja. Mit der du bestimmte Tränke craften kannst. Ich werde mir Mühe geben, dich nicht zu enttäuschen. Das ist wunderschön. Nur lila und blau.
Ja, kann